Schwert nehmen, da ist bestimmt noch einer. Wow, und toter Krieger und Skelette. Ah, verdammt, das Missvieh. Bäh, hat der geblockt, ey. Seid ihr eigentlich für welche hier? Feiglinge, ey. Skelettkrieger. Was mischst du dich jetzt hier ein? War mein Kampf gegen den toten, untoten Tipi hier. Ah, doofes Skelett. Mann! Ist aber Ende im Gelände hier. Säbel. Skelett. Oh, schön Knochen her. Na, ja, ich höre dann noch mehr von den Heinis. Hinten. Oh, wieder eine schwere Truhe. Na! Links, links, rechts, links, rechts, rechts. Links, rechts, ja. Was war denn hier? Titanenzepter. Dieses Zepter ist wahrscheinlich eines Titans würdig. Hiebwaffenschaden 80. Mein Schwert habe war, glaube ich, auch 80, ne? Ja. Alter, also, so ein Riesending hier. Nee, ist ja kacke. Hat ja keinen Sinn dann. So, so. Bestimmt kriege ich das tolle Titanschwert so ganz am Ende meiner Reise, weil ich irgendwie falsch rumgegangen bin. Oh, da ist ein Pfeil. Und dann kann ich aber so viel, ich weiß eh nur noch, den großen Hammer nehmen, den wir ja schon gefunden haben. Da ist ein Nebel. Den habe ich versucht zu finden. Ja, dafür reicht es nicht. Lieber speichern, da knurrt ja jemand dahinter. Wer weiß, was uns da passiert. Oder eher gesagt, was uns da erwartet. Passieren tut uns da hoffentlich nicht viel. Dass wir da relativ safe aus der Nummer hier rauskommen. Dieser Stein sieht brüchig aus. Ja, schon wieder, ne? Also, haben wir jetzt schon ein paar Mal gehabt, dass sie hier irgendwie zumauern. Wird nicht so stabil, sondern einfach da durchkommen. Hm. Warum hätte den Bogen jetzt weggesteckt? Komm mal her, hier. Ah, okay. Habe ich mich gehofft, dass die Asche... Alter! Die Asche... Bestie nicht mitkommt. Na, kommen wir mal durch die Tür. Ah. Habe ich den Mistkerl hier im Rücken, ey. Was ich hier eigentlich die ganze Zeit nicht will. Das ist so scheiße, Assi. Na. Kann doch nicht sein, dass ich jetzt den hier nicht treffe. Boah, diese dumme Bestie kommt jetzt auch noch an hier. Ich eigentlich extra von mir weghalten wollte. Also der Tempel hier, der frisst mal ordentlich meine Vorräte. Kann ich eigentlich... Nee, kann ich nicht. Kann ich durch meine Waffe ziehen. Ich krieg erstmal hier schön aufs Fressbrett. Ah. So, den hätten wir jetzt endlich. So, ich bin da ein bisschen Schisser. Wenn wie so will, kriege ich dann, ne? Ein Druff. Darf ich das dann normal machen, diese blöden untoten Krieger? Untote Bestie. Also das Schlimme ist ja, dass Untot meistens nochmal so eine Steigerung ist von ich bin scheiße. Schwer. Wobei die ist eigentlich einfacher war. Zumindest gefühlt. Einmal hier noch. Da muss auch noch irgendwo ein Schwert liegen. Da. Und der hatte noch ein Schwert. Ah! Super! Klasse! Habe ich nie gesehen. Einmal richtig schön ein
drauf geben, ne? Das mag ich ja wiederum. So eine fiese Aktion. Gut, dass ich gespeichert habe, also vor der Bestie zumindest. Ja, deswegen, immer viel speichern. Speichern, speichern. Ist immer besser. Ich höre schon wieder Kampfgeräusche. Ja. Du wackelst hier mit dem Hintern. Hauptsache, das Vieh kann da drüber gehen. Wenn ich jetzt da hier drüber gehe, dann... Nö, ihr wisst Bescheid. Das lockt mich auch wahrscheinlich so richtig da drüber, das... Yo! Ist klar! Die fette, dicke Bestie und tote Bestie, ne? Die ganze Zeit da drüber laufen kann, wie sie lebt. Die fällt dann durch die Zufalltür. Mann, ey, also ihr habt's aber echt, Piranha Bytes, ey. Geil. Hammer. Liebe ich sowas. Ich sollte Spieletester bei denen werden. Meine Güte, ey. Wahrscheinlich haben das irgendeiner schon gemerkt und so, soll ich sagen, ich habe schon so viel gesagt, ich fliege da bestimmt raus, wenn ich so viel kritisiere. Oder die haben einfach nicht so hohe Ansprüche, ich weiß es nicht. Ich weiß es leider echt nicht. Ich würde ja schon mal gerne mal mit denen quatschen, ne? Die machen. Machen die geile Spiele! Nur gibt da immer irgendwie so die ein oder andere Sache, wo ich sage, warum? Warum macht ihr das denn? So, guck mal! Zack, sind wir nämlich jetzt hier oben und dann haben wir uns tatsächlich den Levitieren-Zauber gespart. Hab ich's doch gewusst. So. Also ich war mir relativ sicher, dass das, dass man da oben dann durchkommt. Von daher haben wir uns jetzt zumindest einmal rüber levitieren, also ne, rüber und wieder zurück, gespart. Hauen wir mal eben hier noch so einen mittleren rein. Ich meine, der wäre jetzt gar nicht mal so schwach, weil der Witz ist ja eigentlich, den haben wir schon ordentlich einen drauf gegeben, wo wir noch sehr viel schwächer waren. Der hatten ja noch nicht mal eine Rüstung, ne? Und jetzt doch helfen wir auf einmal auf den wieder. Sind ja voll der hochgerüstete Held. Aber der hat, glaube ich, auch nicht unbedingt wenig trainiert. Naja. Werden wir jetzt sehen. Einfach probieren. Wenn wir gespeichert haben. Na. So. Einen haben wir da noch von den Levitationen. Da, alter Kumpel! Krieg ich dich endlich, Mistkerl! Proga? Was machst du denn hier? Was ist das denn für eine selten dämliche Frage? Aber was erwarte ich auch von so einem Schwachkopf wie dir? Ich wusste, dass du früher oder später hier aufkreuzt. Und jetzt habe ich dich genau da, wo ich dich haben wollte. Dann lass es uns endlich zu Ende bringen. Nichts lieber als das. Du hast mir alles genommen, was ich hatte. Jetzt wirst du dafür bezahlen, du Schwein. Ich schneide dich. Naja, das, was du hattest, basiert ja nur auf Ausnutzen anderer. Naja. Zack. War jetzt nicht unbedingt schwer. Aber Hauptsache, er sagt, ich wusste, dass du hier hinkommst. Naja. Hast du auch nicht draus gelernt. Und noch eine Chance hast du nicht. So, Frage ist jetzt nur, gibt es hier noch was? Obsidianablagerung. Nur, wobei er wusste, dass ich hinkomme. Und wie ist der an allem vorbeigekommen? Schwachmart. Also ich finde die Stelle, wo wir auf den treffen, halt irgendwie schon komisch. Ja. Aber egal. Gibt echt Schlimmeres.
Zum Beispiel diese doofe Texturen hier unten. Finde ich schon echt erbärmlich. Und beim Namen zu nennen. Ey, Moment mal. Das ist doch hier beim Banditenlager. Verdammt! Ich hatte ja eigentlich gehofft, dass das hier... Ja, deswegen ist es auch naheliegend, dass der hier hingegangen ist. Hm. Ich hätte ja eigentlich gehofft, dass wir hier noch eine, Dingens finden. Also, wir sind... Moment, wir sind doch da oben rein. Da oben rechts. Und jetzt hier links raus. War ich denn jetzt da oben rechts bei der Vulkanfestung? Bin ich echt überfragt, ne? Also unten haben wir auf jeden Fall. Das haben wir jetzt auch da, wo ich jetzt gerade stehe. Banditlager. Wir haben 3 Teile. Wie viele Teile habe ich denn jetzt? Ich glaube, ich müsste das hier. Hammer des Titanlords. Der Hammer Geisterhand geführt zu werden. So, das sind... Das ist Teil 1. Das sind die anderen Sachen über der Rüstung. So, 2. 3. Also, irgendein Teil fehlt mir doch. Stehe ich aber ganz schön auf dem Schlauch. Ich glaube, das wird... Vulkanfestung fehlt mir jetzt. Hm. Gehen wir es trotzdem erstmal aufs Ohr hauen. Wir sind da rein. Jetzt gerade den Helm. Die Brustplatte. War bei dem mittleren Teil. Oh, nee, oder hier. Es muss wirklich das auf der Vulkanfestungsseite fehlen. Dann hätte ich vielleicht doch da rein gemusst. Hm, vielleicht mal eben noch mit Rachel ließe, ne? Quatschen, dass Burger jetzt tot ist. Die ist aber auch weg. Hm. Guck mal, jetzt mal hier reingehen, oder? Hm, wenn sie nicht da ist. Vielleicht hat sie ja hier was Cooles drin versteckt. Oh ja. Schwache magische Heilung. Ein paar Rezepte, Kochrezept, Rezept für Pfanne, Fleisch im Brotmantel. Mhm. Das haben wir, glaube ich, noch nicht. Traum, Tee. Ja, nehmen wir einfach schon mal mit. Sie braucht es eh nicht mehr. Kann sie... Ne, ich wollte mich da nicht hinsetzen. Kann sich auch nicht beschweren. Bier, immer gut. So, Herd. Gebratenes Fleisch. Fleisch im Brotmantel. Maximale Lebensenergie plus 2. Gewürzbeutel und Zwiebel. Wo kriege ich nur Gewürzbeutel her? Komm, ist gut. Hast du noch irgendwas Interessantes? Nee, ne? Nö. Tja. Irgendwie habe ich jetzt aber keine Lust, direkt zur Vulkanfestung zu gehen. Deswegen gehen wir jetzt. Nein, hier. Nach da. Könnte
die östliche Ruine sein. Also, ich weiß nicht, ob die östliche... Das ist auf jeden Fall diese eine Ruine, wo wir da die Magier überfallen haben. Hier könnte ich nochmal gucken. Hat der vielleicht einen besseren Bogen oder... Willkommen. So? Schön, dich hier wiederzusehen. Ich hörte, du hast es geschafft, die Weißen aus der Stadt zu jagen. Jo. Gut gemacht. Der Don sah sehr zufrieden aus, als er zur Hafenstadt aufgebrochen ist. Auch die Kämpfer sind seitdem viel entspannter. Ja, habt ihr nichts mehr zu tun, ne? Lass uns handeln. Guck mal, da ist doch... Na... Geschicklichkeit bräuchte ich dafür, aber... 70, was habe ich denn mit meinem Bogen? Bogen, wo bist du? 60. Geschicklichkeit mal noch ein bisschen hoch machen. Nee. Hier und nee. Da! Geschicklichkeit, 10. Wir haben. Ja, könnten wir theoretisch machen. Einfach nochmal. Eines bringt jetzt nicht so viel, aber. Warum nicht? Müssen wir nur eben jemanden finden, der uns Geschicklichkeit beibringen kann. Ich glaube, Domingo konnte keine Geschicklichkeit, ne? Aber der Jäger müsste das können. Weil Axt wäre vielleicht auch nicht verkehrt. Ich habe jetzt Axt auf 1. Wenn ich nochmal 1 mache, bin ich da auf 7. Auf 10, schaue ich noch auf 10. Ich hebe mir das mal über auf. Wenn ich denn nämlich Axt mit dem Schild machen könnte, wäre schon eigentlich ganz nice. Aber dann wäre ich auf 8. Fehlen noch 2, ne? Wobei die Worte ja. Braucht ja gar nicht so viel für die Zweihand-Dings. Boah, ich habe gerade gedacht, hier dieser. Da, wo ich gerade drauf zu. Gucken, ne? Ich hab gerade, wäre irgendwie so ein Monster, ey. Sah aus, als wäre das ein Vieh wär mit auf 2 Beinen. Diesen einen Blickwinkel. Ich habe mich voll so innerlich schon erschrocken. Wollte schon die Waffe ziehen. War das nix. So, die Ruine, die ich im Kopf habe, wäre jetzt hier. Ich weiß nicht, ob da. Ist hier was? Nein, nur ein Stein. Ob da tatsächlich. War da nicht irgendwas, wo ich nicht weitergekommen bin? Nee, das wäre zu weit vom Schuss. So, die Frage, wo ich jetzt hier lang gehen muss. Das ist unten. Aber da unten, wo wir hinterher Patty gefunden. Entschuldigung. Hatten, da war doch auch nix. Hä? Ich glaube, ich muss auf jeden Fall hier rumgehen. Aber ich kann mich nicht dran erinnern, dass da. Ah, doch, klar! Da, logisch! Da war doch so ein blaues Portal. Ich erinnere mich. Moment, ist das nicht Patty? Schon komisch, dass sie jetzt hier ist. Na, mein Held? Was machst du denn hier? Mir kam so einiges zu Ohren, was du in der Zwischenzeit angestellt hast. Ganze Horden von diesen Echsenkriegern sind hinter dir her, weißt du das? Ach was, ist ja interessant. Aber keine Antwort auf meine Frage. Glaubst du denn, ich bleibe hinter der Theke meiner Kneipe, während du hier draußen den ganzen Spaß hast? Ich dachte, du könntest meine Hilfe brauchen, wusste aber nicht, wo ich dich finden kann. Also bin ich einfach an die Küste zurückgelaufen und habe auf dich gewartet. Irgendwie wusste ich, dass du hier noch einmal vorbeikommst. Also, wie sieht's aus? Nimmst du mich mit? Klar. Hast du vielleicht irgendwas Interessantes? Gewürzbeutel vielleicht? Grog, Bier, Wein, Wasser, Kaffee. Nee, schade. Leider nicht. In Ordnung. Du bist dabei. Schön. Aber pass auf. Ich habe an der Westküste eine Menge dieser Echsenkrieger gesehen, die nur darauf warten, dir das Leben schwer zu machen. Wüsste gern, was sie so aufgebracht hat. Wenn ich diese Insel vor der totalen Vernichtung retten will, muss ich leider die Gräber ihrer Ahnen plündern. Und das versuchen sie zu verhindern. Bisher hast du noch alles hinbekommen. Du wirst auch das schaffen.
Danke für deine Zuversicht. Hoffentlich hast du recht. Dann geh mal vor. Ich werde dir folgen. Ja, ich muss ich ja schaffen, ne? Sonst hier geht die Welt unter.